Lass dich nicht verrückt machen. Viele Wege führen nach Rom. Es muss nicht immer alles geradlinig sein. Verfolg auf jeden Fall das, was dir Spaß macht, weil wenn dir was Spaß macht, dann bist du auch irgendwann gut darin und hast viel Freude daran. Und ja, begegne offen der Welt, würde ich sagen. Auf meiner Visitenkarte steht Sina Heiland, Projektingenieurin bei der Landeshauptstadt München im Gartenbau, Neubau, Planung. Also für mich am coolsten ist, dass ich ganz nah an der Stadt München bin. Das heißt, ich kann auch die Stadt München ein bisschen mitgestalten, da mitwirken. Das ist dann immer ganz toll, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und dann mal später da vorbeigeht und sieht, wie die Leute, Bürger und Bürgerinnen, irgendeine Grünfläche annehmen zum Beispiel. Ja, das freut einen dann natürlich sehr. Also das ist schon sehr cool. Die Landeshauptstadt München ermöglicht mir auch, dass ich meine Freizeit und meinen Beruf miteinander vereinbaren kann. Also man muss keine Angst haben, dass man starr am Schreibtisch gefesselt ist. Eine Einschränkung könnte darstellen einfach die einzelnen Verwaltungsschritte, die wir in der Behörde haben. Da gibt es einige. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Aber wenn man da den Dreh raus hat, dann kommt man damit ganz gut hin. Und auch natürlich die einzelnen Vorschriften, Regularien, die aus den Bereichen Politik oder Umwelt kommen, das könnte einen dann schon einschränken. Also ich arbeite im Gartenbau, im Bereich Neubau und Planung. Wir sitzen im Baureferat in München, im Technischen Rathaus, in dem auch ganz viele andere Abteilungen sitzen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, unter anderem der Hochbau und der Tiefbau, der Ingenieursbau. Man muss sich das so vorstellen, eine Stadt besteht aus ganz vielen Teilbereichen und deswegen ist es ganz gut, dass wir unter einem Dach sitzen und so auch eng zusammenarbeiten können. Meine Aufgabe ist es allerdings im Gartenbau, sprich, ja, sagt ja schon der Name. Ich kümmere mich um die Freiflächen in München, sei es Grünanlagen, Parks, Naherholungsgebiete, Straßenbegleitgrün, aber auch Freiflächen von Kindertagesstätten, Schulen, Altersheimen. Also es ist ganz breit gefächert. Da plane ich und mein Team, planen und bauen auch wirklich dann die Grünflächen, an denen wir uns allen erfreuen. Also natürlich bin ich viel im Büro, da wir einfach viel abstimmen müssen. Ich bin in vielen Meetings mitunter, ganz viele unterschiedliche Leute, da es einfach verschiedene Projekte gibt. Das heißt, man ist mal mit den Hochbauern zusammen, dann ist man auch mit Projektsteuerern zusammen, mit den Landschaftsarchitekten. Oder wie heute Abend zum Beispiel müssen wir in den Bezirksausschuss. Das heißt, da hat man mal politisch auch noch und der Tag wird etwas länger. Und es gibt dann auch Phasen während des Tages, wo man auch raus kann. Das sollte man sich auch nicht nehmen lassen, auch mal wirklich rausgehen auf die Baustelle, zu schauen, wie läuft denn eigentlich meine Baustelle, die da so hergestellt wird. Wie geht's den Leuten da? Wie geht's? Gibt es Probleme oder gibt es keine Probleme? Kann ich irgendwo unterstützend mitwirken? Also es ist sehr abwechslungsreich. Also ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz und habe da mein Abitur gemacht. Dann nach langem Suchen, was ich denn werden möchte, hat es mich nach Weinstephan, Freising geführt. Da habe ich Landschaftsarchitektur und Stadtplanung studiert. Habe da eine ganze Reihe von Praktikas gemacht im Landschaftsbaubetrieben, aber auch bei Landschaftsarchitekten, also in Ingenieurbüros. Und dann hatte ich nochmal einen kleinen Exkurs in das Marketing und Vertrieb in die Münchner Medienbranche. Und nichtsdestotrotz hat es meinen Weg dann weiter nach München zur Landeshauptstadt geführt, genau, zum Gartenbau in dem Bereich Neuplanung.
Also ich denke, dass man nicht unbedingt Abitur machen muss und danach gleich studieren gehen muss. Es gibt heutzutage viele Bildungswege, die man machen kann. Also man kann sicherlich auch erst eine Gartenbauausbildung machen oder halt eine Ausbildung im grünen Bereich und dann den Techniker vielleicht draufsatteln. Es gibt auch die Möglichkeit, duale Studiengänge zu machen. Was ganz spannend ist, dass man die Praxis und die Theorie sofort in einem hat. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Interesse fürs Grüne mitbringen, Interesse für die Umwelt, also alles, was uns hier tagtäglich begegnet, wenn wir rausgehen auf die Straße. Und man sollte offen sein, weil man hat doch ganz viel mit unterschiedlichen Leuten zu tun, sei es mit Leuten von der Baustelle, mit Leuten aus der Politik, mit Leuten aus der Verwaltung. Also von daher sollte man nicht scheu sein und doch auch kommunikativ sein.